Erste Fotos. Eva Longoria präsentiert ihre Mini-Barbie-Kugel. Schluss mit dem Versteckspiel. Schon öfter wurde Eva Longoria, 42, mit einem verdächtigen Bauchansatz gesehen und heizte damit die Gerüchteküche um eine mögliche Schwangerschaft an. Vor wenigen Tagen machte die Schauspielerin die Barbie-News dann offiziell und verkündete, dass sie einen Sohn erwarte. Jetzt hat sich die werdende Mama zum ersten Mal mit ihrer Mini-Barbie-Kugel gezeigt. Paparazzi bekamen den desperate Who's-a-Vivis-Star in Miami vor die Linse. Auf einem Hotelbalkon genoss die Schauspielerin ein Frühstück mit ihrem Mann Jos Antonio Basto mit Acute N, 49, und einigen Freunden. Dabei wurde von den Reportern ohne Make-up und nur mit einem Bademantel bekleidet fotografiert. Kaum zu übersehen ist dabei die kleine Wölbung um ihre Körpermitte. Auf den Schnappschüssen, die der Mai vorliegen, sieht die Baldmami jedenfalls sehr glücklich aus. Sie strahlt bis über beiden Ohren und kuschelt sich an ihren Ehemann, der beschützend den Arm um ihren Rücken legt. Nach der Hochzeit mit dem Medienmogul im Mai 2016 wollten noch nichts von möglichem Nachwuchs wissen. Immerhin war ihr frisch gebackener Mann bereits dreifacher Vater. Mal sehen. Wir haben ja eine Familie, drei Kinder. Wir kümmern uns einfach um unsere Familie, die wir jetzt haben, und warten mal ab, erklärte der TV-Star.